Wie die einseitige Pasteltasche genäht wird, zeigen wir euch in diesem Film. Dazu braucht ihr ein Handmaß, eine Schere, Heftgarn, Nähgarn, eine Nähnadel, Stecknadeln, einen Trickmarker, einen Einlagestreifen, einen Paspelstreifen und einen dazu passenden Einlagestreifen, einen Taschenbeutel aus Oberstoff und einen Futtertaschenbeutel. Der Futtertaschenbeutel ist etwas kleiner als der aus dem Oberstoff und einen Oberstoff. Wir beginnen damit, uns den Tascheneingriff zu verstärken. Dazu nehmen wir den Einlagestreifen und bügeln ihn dahin, wo dann die Tasche vorgesehen ist. Und unseren Paspelstreifen verstärken wir ebenfalls mit dem Einlagestreifen. Jetzt zeichnen wir uns unsere Tasche ein. Dazu messen wir uns als erstes den Paspelstreifen ab. Der ist bei uns jetzt 15 cm. 3 cm davon sind als Nahtzugabe gedacht. Das heißt, unsere fertige Tasche wird 12 cm sein. Dazu legen wir uns den Paspel mal in den Bruch. Das sind jetzt 2,5 cm. Davon ist 1 cm noch Nahtzugabe. Das heißt, unsere fertige Paspel wird 1,5 cm breit sein. Das heißt jetzt für uns, wir müssen uns hier eine Taschenbreite von 12 cm einzeichnen und eine Breite von 1,5 cm. Ich habe jetzt als erstes unsere Einschnittlinie gezeichnet. Von der abgehend müssen wir jetzt eben 0,75 cm einzeichnen. Das ergibt dann zusammen wieder 1,5. Damit man jetzt unsere Tascheneinzeichnung auch auf der rechten Seite des Stoffes sieht, ziehen wir uns einen Heftfaden ein. Einfach mit einem einfachen Vorstich, nichts vernähen. So sieht man es dann auch auf der Vorderseite. Jetzt haben wir uns alles geheftet, ziehen wir unsere Tasche auf der rechten Seite auch. Wir brauchen den Oberstofftaschenbeutel, der kommt an der oberen Seite der Tasche. Und die Pasteltasche, die kommt nach unten. Das legen wir jetzt eben hier zentriert auf, dass hier noch die gleiche Nahtzugabe ist wie hier. Dasselbe machen wir bei dem Oberstoff. Das kann man auch nochmal mit dem Handmaß prüfen. Also hier haben wir 1,5 und hier haben wir 1,5. Das ist nämlich jetzt sehr wichtig, dass man genau arbeitet, weil sonst wird die Tasche danach schief oder nicht so sauber. Was noch eine Erleichterung ist, wenn wir uns hier noch im Taschenbeutel und in der Pastel den 1 cm Nahtzugabe einzeichnen. Dann stecken wir es uns fest und muss eben jetzt auf den untersten kommen. Also der mittlere Heftfaden ist unsere Einschnittlinie und die beiden sind unsere Nahtlinien. Ich mache mir dann immer da, wo ich aufhören muss oder anfangen muss zum Nähen, eine Markierungsnadel. Dann stecken wir das Oberteil fest. So, jetzt überprüfe ich das Ganze nochmal auf der Rückseite. Meine Nadeln verlaufen genau auf meinen Linien. Das heißt, wir können jetzt die beiden Nähte nähen. Bevor ich jetzt zum Nähen anfange, nehme ich mir meine Markierungsnadel raus. So, dann haben wir die erste Naht gemacht. Wenn wir die zweite Naht machen, müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht die Nahtzugabe vom Pastelstreifen mitnähen. Deshalb klappe ich den jetzt mal so ein bisschen raus. Jetzt haben wir uns unsere Paspel und unseren Taschenbeutel ja festgesteppt. Dann kontrollieren wir nochmal auf der Rückseite. Also hier sieht man das rosarote, ist genau auf gleicher Höhe. Jetzt können wir erst den Heftfaden bei der Einschnittlinie ausmachen. Die beiden Querheftfäden würde ich jetzt noch drinnen lassen. Jetzt schneiden wir uns in der Einschnittlinie ein. Es ist darauf zu achten, dass wir am Ende ungefähr einen Zentimeter vorher aufhören, weil wir schneiden hier in so einem Spitz ein. Und auch darauf aufpassen, dass ihr hier nicht die Nahtzugaben mitschneidet. Ich halte mir so ein bisschen mit den Fingern eben die Nahtzugaben weg, dass ich die nicht mitschneide. Hier schneide ich jetzt genau zum Nahtbeginn ein. Dann ziehen wir uns erst den Taschenbeutel mal nach innen. Und das machen wir jetzt auch mit dem Pastelstreifen. Jetzt müssen wir bügeln. Wir bügeln die Nahtzugabe des Taschenbeutels nach oben
Und die Nahtzugabe des Paspelstreifens bügeln wir auseinander. Wir müssen uns jetzt unseren Paspelstreifen wieder nach oben oder nach außen ziehen, weil es muss ja an die Kante des Taschenbeutels stoßen, dass es genau hier reinpasst. Dann stecke ich es mir erstmal mit einer Nadel fest, aber nur den Paspelstreifen, also nicht auf den Stoff. Die gesteckte Paspel hefte ich mir jetzt nochmal schnell. Als nächstes müssen wir uns jetzt noch hier sind noch diese Löcher, jetzt müssen wir uns die jetzt noch zusammennähen. Also legen wir uns das so hin, dann müssen wir den Taschenbeutel nach oben klappen, dass wir den nicht mitnähen. Und dann steppen wir hier diese Spitze ab. Ich mache mir da noch eine Nadel rein, damit wird dann quasi dieses Loch hier geschlossen. Es wird jetzt quasi nur auf dem Pastelstreifen genäht, nicht auf dem Taschenbeutel. Jetzt können wir hier nähen und da das nur so eine kurze Strecke ist, mache ich das mit dem Vernähen so, dass ich einfach einmal nach vorne nähe und dann nochmal zurück und dann nochmal nach vorne. Dann ist es auch gut vernäht. Die Tasche sieht von außen jetzt schon fast fertig aus. Jetzt müssen wir hinten noch den zweiten Taschenbeutel anbringen. Also wir klappen den Oberstofftaschenbeutel wieder nach oben. Dann haben wir hier unseren Pastelstreifen. Und daran nähen wir jetzt unseren Futtertaschenbeutel fest. Wir legen ihn so drauf. Wir stecken ihn so fest, dass wir ganz knapp neben dieser Naht nähen. Jetzt haben wir uns hier unseren Taschenbeutel angenäht. Das sieht dann von innen so aus. Dann können wir jetzt mal alle verbleibenden Heftfäden entfernen. Dann klappen wir uns unseren Oberstofftaschenbeutel nach unten, weil der wird jetzt hier festgesteckt und dann nähen wir noch einmal hier so rundherum, dass die Tasche geschlossen wird. Beim Nähen müssen wir jetzt nur darauf achten, dass wir nicht den Oberstoff mitnähen, also den klappen wir jetzt so auf die Seite. Und jetzt ist unsere einseitige Pasteltasche fertig.